Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder mit meiner Priesterin in Retail. Und wir stehen ja hier noch im Winterschlafbecken. Und Frau Mondbeere möchte was von uns. Das dürfte interessant werden. Sterbende Träume. Wir haben schon so viele verloren. Und die hier ist etwas Besonderes. Mondbeere sieht euch entschlossen an. Ihre Stimme klingt seltsam förmlich und hat einen strikten Befehlston. Kommt, Ivara, wir tragen sie zum Pfad der Wiedergeburt und bitten die Königin, sie zu retten. Beeilt euch mit euren Vorbereitungen. Wir haben nicht viel Zeit. Bringt Iseras Wildsamen zum Herz des Waldes. Und ja, ich denke auch, dass Isera... Ich meine, Ursorg wäre es wahrscheinlich auch wert gewesen. Aber Isera ist es wert, gerettet zu werden. So. Ich kann euren nächsten Schritt kaum erwarten. Ich bin bereit zum Aufbruch. Welch geistreiche Schlagfertigkeit. Guck mal. Einst sagte ich, dass eure Stimme wie ein Vogel in der Nacht klingt. Nun, es ist Zeit, dass wir alle mit euch singen. No. Guck mal. Alle begleiten sie. Ja, Iseras Samen sieht halt nicht mehr lebendig aus. Ich hoffe, die Königin kann da was tun. Oh, guck mal. So ein Begleitschutz hier. Mein lieber Scholli. Hört ihr die Musik? Komm, wir lassen die mal eben auf uns wirken. Wunderschön, oder? Das ist auch die Musik, die bei Ozark, glaube ich, gespielt wurde. Nee, das ist die Musik, ihre Sterbemusik, ne? Jo. Das, was am Ende der Sequenz lief. Wunderschön. Ich könnte mich den ganzen Tag irgendwo hier hinstellen und Musik lauschen. Ich glaube, beim ersten Gildentreffen haben wir das auch gemacht. Wir haben den ganzen Tag den Soundtrack von WoW laufen lassen. Ah, schön. So. Wir sind fast da. Nicht so schnell wie der Bär, jo. Das ist echt ein riesiges Bärchen, ne? So, jetzt müsste eigentlich jemand kommen. Gucken wir mal. Hallo? Mondbeere. Hier für neue Streiche? Oder gibt es ernste Angelegenheiten? Leider ernste Angelegenheiten. Lord Herrn, wir bitten eine Audienz bei der Winterkönigin. Hi. Mein Schwur gilt dem gesamten Wald. Sterbende Träume. Seid gegrüßt, Fremdling. Er kommt zu einer interessanten Zeit. Herne schnaubt und lacht. Und in ebenso interessanter Gesellschaft. Ja. Weckt die Träumerin. Die Königin konzentriert sich größtenteils auf den Hain des Erwachens, wo wiederhergestellte Geister aus ihrem Wildsamen hervorkommen, um in ihre Welt zurückzukehren. Vielleicht ist es gut, dass ihr einen verwundeten Geist bei euch habt. Laterne betrachtet Iseras Wildsamen einen Moment lang, dann breitet sich langsam ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. Die hier kämpft mit ihrem gesamten Wesen. Sogar jetzt klammert sie sich noch an ihren Existenz. Kommt, Freunde, lasst uns herausfinden, welches Schicksal die Königin für sie vorgesehen hat. Reist zum Hain des Erwachens.
Guck dir an, wie viele hier kommen. So, wir werden jetzt schon mal runterlaufen, weil die warten dann auf uns. Normalerweise. So, gucken wir mal. Hier ist der Hain des Erwachens. Mit den Kringeln sieht fast schon so aus wie. Das stammt von meiner Schwester. Warum bringt ihr es zu mir? Diese hier entschwindet uns. Unsere Pflicht ist grausam. Viele sind verloren. Was macht ihr Schoßtier so wertvoll? Wer an ihrer Seite geträumt hat, erwacht mit so viel Freude und Frieden aus einem Schlaf voller Wunder. Wenn sie stirbt, dann stirbt alles Smaragdgrüne mit ihr. Einige müssen wir opfern. Andere müssen gerettet werden. Wenn wir das vergessen, wird nichts mehr übrig sein, außer leeren Hüllen und Trauer. Isera lebt. Da ist sie. Die Namensgeberin meines Heimatservers, auf dem Tanaria damals geboren wurde. Ah, schön. Hi. Lang nicht gesehen. Wir haben dich hier hingebracht. Oh je. Winterkönigin. Schwierige Entscheidungen sind uns nicht fremd. Die Winterkönigin richtet ihren Blick auf euch. Wie sonderbar, jemanden wie euch in meinem Wald zu sehen. Ja. Ich erwache erneut, doch in einer Welt, die nicht die meine ist. Ihr wurdet im Ardenwald wiedergeboren, Kind der Träume. Ihr seid an dieses Reich gebunden und teilt sein Schicksal. Sollen wir mit ihr mal kurz reden? Ach, können wir nicht. Schade. Winterkönigin, was habt ihr jetzt? Ich gewähre euch eine Audienz, Sterblicher. Der Hof des Winters. Mein Hofstaat berichtet mir, dass ihr eine wichtige Botschaft habt. Tragt sie bitte vor. Übergebt die Botschaft des Primus, der Winterkönigin. Die Sterne drehen sich, der Zyklus geht weiter. So, übergebt die Nachricht. Mögen eure Mühen Früchte tragen, mein alter Freund. Nach Äonen sind unsere schlimmsten Ängste wahr geworden. Wenn der Verwandte sich regt, gibt es womöglich eine noch größere Gefahr als diese Dürre.
Kommt, Sterbliche, kommt zu mir an meinen Hof und seht das Herz des Waldes. Dann sprechen wir weiter. Alles klar. Gut. Guck mal, wie sie alle da stehen. Wir werden jetzt zurück. Guck mal, da stehen sie alle. hier richtig? Ja. So, wir werden jetzt wieder zurückgehen. Und werden gucken, was die Königin uns noch zu sagen hat. Ich habe die Voice-Sequenz ein bisschen... Obwohl, nee, eigentlich habe ich gar nichts verstellt. Manchmal ist die leiser, manchmal ist die lauter. Ich frage mich nicht, warum. Das hatten wir ja schon mal, ne? Das nach einer Videosequenz waren die auf einmal lauter und, ja. Egal. So. Dann gehen wir mal hier rein. Reise zur Königin. Hi. Spreche ich mal mit ihr? Ja, Eure Majestät. Flucht aus dem Schlund verhindert, auf dass der Verbannte ewig gefesselt sein würde. Das Herz ist durch die Dürre verkümmert. Seine Kraft muss gestützt werden. Obwohl kaum noch Anima bleibt, um unsere Heile zu retten. Eine unmögliche Entscheidung. Und doch muss sie für den Kreislauf getroffen werden. Das haben wir ja in der Videosequenz gesehen, ne? Dass sie die ganze Anima aus den Hainen saugen. So, hi. Die Dürre bedroht uns alle. Der Verbannte regt sich und die Macht des Ardenwalds wälzt in der Dürre dahin. Okay, die Bitte der Königin, finstere Vorzeichen. Ich habe die weniger Anima, die wir besitzen, zur Rettung unserer Heine und der von ihnen genährten Geister verwendet. Wir haben so viele verloren und das Herz des Waldes wurde dabei immer schwächer. Den Verbannten im Schlund festzuhalten wird mehr Anima erfordern, als der Ardenwald entbehren kann. Die Königin denkt einen Moment nach. Graf Denatrius ist ein Meister der Anima-Extraktion. Geht nach Ravenred und berichtet ihm von unserer Zwangslage. Ich weiß, er wird uns unterstützen. Eure Verbündeten in Urubus können den Weg freimachen. Kehrt zu Talinara in Urubus zurück. Euer Weg führt weiter, Sterblicher. Wisset, dass ich und der Ardenwald euch zur Seite stehen. Alles klar. Ist da oben Flugpunkt? Ne, den kann ich nicht benutzen, ne? So, wir werden jetzt das hier anlegen. Mal kurz gucken. Ja. Und werden uns... Ich werde mich jetzt dahin porten. Nach Urubus porten. Und die Bitte der Königin. Werden aber erst in der nächsten Folge damit weitermachen. Weil wir ja direkt dann die Tore nach Ravenred öffnen und gleich losziehen. Ne? Denke ich mal. Wir können ja mal kurz... Obwohl, die Quest können wir, glaube ich, noch abgeben. Die gebe ich jetzt noch ab. Und dann gehen wir in der nächsten Folge weiter. Schauen wir mal. Kann ja natürlich sein, dass jetzt noch eine kurze Sequenz mit Bolvar kommt. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein bisschen was her, dass ich das Ganze gespielt habe. Gucken wir mal. So, unsere Fähigkeiten sind wieder weg. Wobei, ich glaube, die sind eh immer weg. Ah, da. Die steht, glaube ich, hier im Gang, ne? Die steht oben. Na gut. Dann gehen wir mal kurz nach oben. Da steht er. Talinara. Hi. Was ist im Ardenwald geschehen? Erzählt mir alles. Hammer. So, das hier ist jetzt die Reise nach Ravenred.
damit fangen wir in der nächsten Folge wieder an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.